Hallo, schön, dass du da bist. Heute zu einer ganz besonderen Ausgabe. Ich bin Volker Metzger, dein Psychopathe. Mein Weg zur Arbeit, das mentale Pac-Man-Spiel, ein Hilfsmittel für alle, die gerade im Homeoffice die Erfahrung machen, dass sie keinen Weg zur Arbeit haben. Man steht morgens auf, richtet sich, frühstückt und dann geht's gleich los. Es fehlt diese Zeit, es fehlt das Momentum dazwischen, von daheim hin zur Arbeit. Ich nenne es das mentale Pac-Man-Spiel. Wenn mein Geist auf der Reise, während mein Unterbewusstsein das Auto fährt oder mich bewegt, ist mein Geist bereits eingeloggt in meinem Arbeitsalltag. Und um dir dieses zu erleichtern, damit du fokussierter, zielgerichteter, ja vielleicht sogar erfolgreicher deinen Tag im Homeoffice gestalten kannst, möchte ich dich ganz herzlich einladen, dein Navigationssystem für den Weg zur Arbeit auch im Homeoffice zu aktivieren. Gehen wir gleich zur Sache, sondern du nimmst jetzt einen Moment Zeit. Such dir einen Platz, der dir auch Ruhe gibt. Ankommen, durchatmen. Einfach mal ein- und ausatmen. Mein Denken beobachtet mein Atem. Wie der Atem kommt, wie er geht. Und das ist so eine ganz spannende Eigenschaft beim Denken, dass wenn ich was beobachte, mein Denker da damit beschäftigt ist. Und ich kann jetzt nichts anderes tun, wie gerade nur meinen Atem beobachten. Und das ist spannend. Da fliegen einem jetzt nicht tausend Gedanken durch den Kopf, sondern mein Beobachter habe ich jetzt beauftragt, dass der meinen Atem beobachtet. Und somit werde ich sofort still. Alles wird ruhig in meinem Kopf. Ich beobachte einfach nur, wie mein Atem kommt und wie er geht. Möchte ich bitten, deine Augen zu schließen, nach innen zu gehen, deinen Blick nach innen zu richten, dich zu spüren. Einen Moment, der nur dir gehört, wo du dich selber mit deiner ganzen Energie, mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du bist, was dich ausmacht, wahrnehmen kannst. Und während du jetzt die Augen geschlossen hast, lass dich von meiner Stimme zunächst begleiten, hin zu deinem Herzen, in das Gefühl des Friedens, der Einheit. Wenn du deinen Geist und den Verstand jetzt löst, im Bereich zwischen den Augen, lässt du das Bewusstsein jetzt einfach nach unten sinken. Ganz langsam nach unten sinken lassen. Eintauchen im Herzen. Vielleicht möchtest du sogar für einen Moment die Hände aufs Herz legen, um das Energiefeld zu schließen, um bei dir anzukommen. Deine Resilienz, deine Kraft, dein Energiefeld für dich zu schließen. Darin ist eine enorme Kraft, deine Kraft, dein volles Potenzial, das du heute für diesen Tag brauchst. Denn heute ist ein Tag, wo ich von zu Hause arbeite. Ich bin gut erholt, energiegeladen und voller Tatendrang, voller Vorfreude für den heutigen Tag, wieder Großartiges zu schaffen, mein Bestes zu geben. Dazu möchte ich dich jetzt bitten, ganz bewusst umzuschalten. Umschalten jetzt auf deinen Geist. Du kannst die Hände wieder vom Herz nehmen, platzieren, wie sie perfekt sind, weil du jetzt umschaltest. Ich aktiviere jetzt meinen Arbeitsmodus. Umschalten jetzt. Mein ganzer Fokus, meine ganze Ausrichtung richtet sich jetzt auf meine Arbeit. Zu einem Tag, an dem du heute Abend, wenn du zurückblickst, was du heute geschaffen hast, richtig glücklich bist. Jetzt mit dem Geist ganz bewusst den Fokus auf den heutigen Tag setzen, den Geist ausrichten, dich ganz klar mit deinem Geist
identifizieren. Was will ich heute erreichen? Was will ich heute wirklich erreichen? Was hat Bedeutung für mich, für diesen Tag? Was hat Dringlichkeit? Weiß ich jetzt schon, was die größte Dringlichkeit hat? Oder muss ich immer wieder mal kurz innehalten und überlegen, was ist wirklich dringlich? Ist es das, was ich gerade mache? Oder wo ist die größte Dringlichkeit, damit ich heute mein Ziel erreiche? Mit was starte ich heute? Was ist heute für mich von Bedeutung? Geht es zunächst darum, Informationen zu empfangen? Mich zu sortieren? Oder ist jetzt schon klar? Oder ist es in dem Moment vielleicht sogar noch völlig offen? Wer sind heute meine wichtigsten Ansprechpartner? Mit wem möchte ich heute sprechen? Wer wartet auf einen Anruf von mir? Bei wem muss ich mich dringlich melden? Wer braucht von mir Informationen? Wie kann ich der Wertschöpfung dienen, indem ich jemand Informationen gebe? Wem kann ich heute dienen, dass unser Gesamterfolg, nicht nur mein persönlicher, sondern der Erfolg vom ganzen Team, vom ganzen Unternehmen, durch mein Schaffen bereichert wird? Wer müsste sich dringlich bei mir melden? Wo warte ich auf Informationen? Oder vielleicht sollte jemand dringlich mit mir telefonieren? Wen muss ich erinnern, dass er sich bei mir meldet? Das ist schön, von innen vom Geist auf den heutigen Tag einzulassen. Ganz bewusst einatmen, deine Kraft spüren, aus der Ruhe, aus deinem Impuls, aus deinem Innersten heraus, dich zu bewegen. Was ist heute mein Ziel? Kann ich für mich schon klar ein Ziel formulieren? Was muss geschehen, damit ich heute Abend richtig glücklich bin? Und das sollte dir jetzt bereits ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und mit diesem Lächeln möchte ich dich bitten, wieder in der Gegenwart anzukommen, also mit deinem Geist, mit deinem Herz, mit deinem Denken. Jetzt wieder das Denken auf den Atem richten. Wo atme ich gerade? Wo sitze ich? Was machen meine Hände? Wieder das Bewusstsein raus aus dem Geist, in die Gegenwart des Körpers. In deinem Tempo die Augen öffnen. Hey! Hallo, Arbeitstag. I'm ready. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, ich konnte dir einen tollen Impuls geben und wünsche dir jetzt ganz viel Freude. Viel Erfolg. Jetzt bin ich gespannt auf deine Ergebnisse. Jetzt bin ich gespannt, wie es dir jetzt ging. Schreib mir was in die Kommentare. Sag mir, wie es für dich funktioniert, ob du noch Hilfe brauchst oder ob es für dich einfach ist, umzuschalten, mit dem Geist zu arbeiten. Einen tollen Tag. Alles Liebe und von ganzem Herzen, Volker, dein Psychopathe.